Wie du ja bestimmt weißt, dreht sich unsere Erde und die Sonne immer so in einer gleichbleibenden Bahn. Und wenn unsere Erde jetzt ein bisschen weiter weg von der Sonne wäre, dann wäre es hier auf diesem Planeten viel zu kalt für menschliches Leben. Und wenn sie ein bisschen näher dran wäre, als sie ist, dann wäre es viel zu heiß für menschliches Leben. Also es ist super toll, dass die Erde genauso weit weg von der Sonne ist, wie sie ist, sonst wird es uns nicht geben. Wir brauchen aber nicht nur die Sonne im richtigen Abstand, sondern auch den Mond. Der Mond dreht sich ja bekanntlich um die Erde und übt aber, obwohl er viel kleiner ist, auch eine gewisse Anziehungskraft aus. Und ohne diese Anziehungskraft des Mondes, da würden auf unserer Erde ständig Stürme mit 300 km/h Geschwindigkeit auf der Oberfläche gehen. Das kannst du dir auch vorstellen, wenn es dauernd Stürme mit 300 km/h bei uns auf der Erde gäbe, würde es uns wahrscheinlich auch nicht geben. Zumindest hätten wir immer eine Sturmfrisur. Also dürfen wir auch froh sein, dass wir den Mond haben. Wenn dein Papa und deine Mama sich nie getroffen hätten und wenn die sich vor vielleicht so 15 Jahren nicht so gut gefunden hätten, dass sie dich gemacht haben, dann würde es dich heute auch nicht geben. Ganz schön viele Bens. Und da muss überall quasi die Ampel auf grün stehen, damit es dich jetzt gibt, damit du da bist. Sonne braucht es, Mond braucht es, vieles andere, Papa und Mama braucht es. Und wenn ich mir überlege, was du an einem normalen Tag, einem ganz normalen Tag alles tust, denkst, fühlst, sagst, spürst, dann ist auch nur ein Tag so wundervoll, dass wir, obwohl wir irgendwelche Teile auf den Mars schicken können, die dann sogar einen Bordhubschrauber dabei haben, dass wir immer noch keinen Roboter bauen können, der das alles auch kann, was du jeden Tag denkst, tust, fühlst, sagst, spürst und so weiter. Du bist einfach viel zu wundervoll, als dass wir dich nachbauen können. Und deswegen glaube ich, dass das alles kein Zufall ist. Sonne und Erde im richtigen Abstand, also Sonne, Mond, deine Eltern, die sich getroffen und gefunden haben. Ich glaube nicht, dass es ein Zufall ist. Ich glaube, dass dahinter, dass es dich gibt, eine gute Absicht steht. Dass jemand wollte, dass es dich gibt und überhaupt uns alle und die ganze Wirklichkeit. Als Christinnen und Christen glauben wir, dass der das gewollt hat, der dich und mich gewollt hat, dass das Gott ist. Und dass es sein Geist ist, durch den er Leben schafft. Durch den er das ganze Universum, die ganze Wirklichkeit überhaupt erst ins Dasein gesetzt hat. Es könnte ja auch alles nicht sein. Wie ich glaube, da war ich sogar ungefähr so alt, wie du jetzt bist, dass im gleichen Jahr ist mein Kaninchen und meine Oma gestorben. Und ich war beides Mal irgendwie, obwohl es blöd ist, aber ich war beides Mal total entsetzt, wie die tot waren. Und die Welt sich einfach weitergetrieben hat. Im Fernsehen ist der Film weitergelaufen, draußen sind die Autos weitergefahren. Ich habe mir gedacht, hey, das ist gerade was ganz Schlimmes passiert und die Welt dreht sich trotzdem weiter. Wir könnten auch alle nicht sein. Aber uns gibt es, wir sind da. Und das, was uns lebendig macht, das, was die ganze Wirklichkeit überhaupt ins Dasein setzt, das sagen wir, das ist Gott durch seinen Geist, der uns lebendig macht. Du bist ein Gedanke Gottes. Du bist einzigartig und wertvoll schon allein dadurch, dass du lebendig bist, weil wir glauben, dass das schon eine Wirkung des Geistes Gottes ist, dass es dich gibt. Jetzt ist Gott aber keiner, der dich einfach quasi so an den Start schickt und sagt, jetzt soll es dich geben und jetzt schau mal, wie du zurechtkommst mit deinem Leben. So ist Gott nicht. Der Geist, der Heilige Geist, der lebendig macht, ist nicht nur einer, der Leben schenkt, sondern auch einer, der Leben begleitet und Leben sogar verwandeln kann.
Der Heilige Geist zeigt den Menschen, was sie tun sollen. Wir haben es gehört, Jesus bei seiner Taufe im Jordan, da kommt der Geist auf ihn heran. Und die Bibelwissenschaftler, die glauben, dass Jesus, da war er schon 30 Jahre alt, dass Jesus vielleicht erst in diesem Moment gemerkt hat, wofür er da ist, wer er eigentlich ist und wofür er da ist, was er tun soll. Dass er den Menschen von Gott erzählen soll, dass er in Worten und in Taten das Heil, die Welt wieder heil machen soll, das Leben der Menschen wieder heil machen soll, dass es denen gut geht, dass sie Hoffnung haben und Liebe spüren und Liebe geben können. Vielleicht hat es dazu diesen Geist, den er bei seiner Taufe bekommen hat, gebraucht, damit er das erkennt. Und so hat sich sein Leben total verwandelt. Vorher war er vermutlich wie sein Vater, der Josef, ein Handwerker. Und dann hat er gemerkt, nee, ich soll doch keine Dachstühle zimmern oder so, sondern ich soll den Menschen von Gott erzählen und in der Kraft Gottes Gutes tun. Bei der Firmung, bei deiner Firmung, da bitten wir darum, dass dieser Geist zu dir kommt. Damit er dir auch zeigt, was du im Leben tun sollst. Damit er vielleicht auch dein Leben verwandelt. Das wirst du am Firmentag vielleicht noch gar nicht merken, da wird sich nicht viel verändern, oder auch eine Woche später vielleicht nicht, oder ein Jahr später nicht. Aber irgendwann kommst du ja auch in Situationen, wo du entscheiden musst, du musst dich für einen Beruf entscheiden, du musst dich entscheiden, mit wem du welche Partnerschaft leben willst, vieles andere, ob du Familie gründen willst oder nicht. Und da hoffen wir, dass der Geist da auch dich führt, dir zeigt, was du tun sollst und so dein Leben verwandelt. Der Heilige Geist, er schenkt nicht nur Leben, er verwandelt es auch und gibt dem Leben einen Sinn. Jetzt feiern wir ja Eucharistie, die Heilige Messe, und da verwandelt der Geist die Gaben von Brot und Wein in Zeichen für die Liebe von Jesus zu uns. Und wenn wir diese Zeichen, das heilige Brot, den Leib Christi empfangen, dann bekommen wir dadurch auch immer wieder die Kraft, dass wir das tun, was der Geist uns sagt, dass wir unser Leben so leben können, wie Gott es uns durch seinen Geist zeigt und sagt. Durch die Kommunion in der Heiligen Messe bekommen wir die Kraft, dem Geist zu folgen und so unser Leben immer wieder zum Besseren verwandeln zu lassen.